Ice in my cup and I can't feel no way. Hol mir dein Loot, schütz dein Trap House for Ray. Geldheim im Bag, doch bis heute kein Cake. So Jungs und Mädels, herzlich willkommen zum heutigen Mixi zum Master Video. Ihr wisst, um was es geht, ihr habt die Spur schon gehört und zwar beschäftigen wir uns heute mit Adlibs. Eine neue Idee, wie man Adlibs mixen kann, damit sie schön modern klingen. Ihr habt das Ganze schon mal gehört, ich lasse euch ganz kurz nochmal laufen, damit ihr wisst, wie die Adlibs jetzt klingen und fokussiert euch auf die Adlibs. Ice in my cup and I can't feel no way. Hol mir dein Loot, schütz dein Trap House for Ray. Geldheim im Bag, doch bis... Also ich finde, die sind ganz cool geworden. Wie gesagt, man muss es ja nicht immer so machen, aber kurze Idee, wie es ich gemacht habe. Hab gedacht, ich mache dazu ein Video. Und jetzt, wir starten einfach mal rein. Die Spuren schauen ganz easy aus, sind nur zwei Spuren und ein Beat. Und dann halt nochmal Hall und nochmal Delay. Hier habe ich die Hauptspur gemixt. Ich mache mal die Adlibs raus, die Hauptspur laufen in meine Presets rein. Link dazu in die Beschreibung. Das sind meine deutsche Presets. Ich habe hier jetzt das UFO Preset verwendet. Und zwar klingt die Hauptstimme, als ich sie bekommen habe, klingt sie jetzt einfach mal ganz roh, klingt sie so. Ice in my cup and I can't feel no way. Hol mir dein Loot, schütz dein Trap House for Ray. Jailtime im Bag, doch bis heute kein Case. Backwood voll haze, keine feelings so fresh. Also das Preset hat hier eigentlich schon fast alles gemacht, was ich machen wollte. Mit dem Preset alleine klingt so. Ice in my cup and I can't feel no way. Hol mir dein Loot, schütz dein Trap. Danach habe ich noch ein bisschen herumgespielt, das zeige ich euch auch für die, die die Presets schon haben. Wie gesagt, Link dazu ist auch in der Beschreibung, weil um das geht es ja heute gar nicht, deswegen gar kein starker Fokus auf die Spur. Nur für die, die es interessiert, ich habe oben nochmal die Höhen gepusht, dynamisch. Das heißt, hier kann man nämlich mit diesem Regler hier, wenn man die Höhen pusht, plus 9, wenn ihr den auch habt, diesen EQ, diesen Equalizer hier, dann kann man da hier noch ein Band einstellen, womit sich dann die Höhen dynamisch anpassen. Und wenn ein S-Laut ist... dann zieht sich das hier runter. So viel dazu. Dann am Ende noch einen Imager drauf, damit die Spur noch ein bisschen breiter ist. Und das war es eigentlich auch schon. Hall, ganz normal, einfach hier 4 Sekunden, damit es so einen vollen Vibe bekommt. Den Standard-Hall hier von Studio One habe ich genommen. Danach nochmal unten und oben abgeschnitten. Und ja, hier noch ein Delay drauf. Stereo-Delay, Viertelnote. Deswegen, ich gehe es ganz schnell durch, weil es euch eigentlich auch nicht interessieren muss, weil es heute um die Adlibs geht. Und zwar klingt die eine Adlib, die wir uns jetzt anhören, klingt jetzt so. Ja. Als ich sie unbearbeitet hatte und mit den Effekten. Ja. Das heißt, wir gehen das Schritt für Schritt durch, weil ich habe hier einige Plugins drauf. Wir gehen das einfach ganz entspannt durch, was ich hier gemacht habe. Am Anfang habe ich ein Gate eingestellt. Das Gate macht nichts anderes, als dass es hier zwischen den Zeilen, also genau hier von hier bis hier zum Beispiel, wo halt nichts ist, außer vielleicht Rauschen, was im Raum im Hintergrund war, rauslöscht. Das heißt, das Gate macht nichts anderes. Ja! Also es fahrt dann hier runter und dann werden die Sachen stumm geschalten. Ist gut für Adlibs, weil man oft die ganze Spur laufen hat. Über die Kopfhörer hört man noch die Aufnahmen, weil man sie in den Kopfhörern hört. Und dann hat man hier eben noch ohne dem Gate so ein Rauschen und noch andere Effekte, also noch andere Spuren, die man durchhört. Und ja, deswegen das Gate drauf am Anfang, danach Autotune drauf. In dem Fall nicht den Nectar Autotune, also hier auf der Spur ist wirklich alles mit Nectar gemacht worden. Mit dem Autotune natürlich voll aufgedreht, hätten wir die Adlib jetzt so. Ja! Perfekt, danach den Vocal Rider drauf, der die Spuren gleich laut macht. Also bei den Adlibs ist es halt oft so, die hier zum Beispiel, die hat einen mega Ausschlag im Vergleich zu dieser Adlib hier. Deswegen wird sie hier ja angepasst, damit das Ganze noch besser im gleichen Rahmen ist. Weil ich persönlich, ich kann das nicht ab, wenn eine Adlib mega raussticht, die andere Adlib viel zu leise ist. Sondern ich finde es gut, wenn die Adlibs, wenn einfach durchkomprimiert wird. Deswegen auch mein Tipp, komprimiert die Adlibs schön durch, damit sie alle gleich laut sind. Weil ansonsten ist es einfach für den Zuhörer mega confusing. Deswegen nochmal ein Limiter gesetzt, den L2 Limiter von Waves. Ja! Und ihr merkt schon, der macht hier um 7 dB raus. Skull. Und hier nur minus 0,6. Das heißt, hier hatten wir jetzt einen Unterschied von so ungefähr 7 dB, 6 dB. Und das wird jetzt hier alles rausgezogen. Wie gehe ich an die ganze Geschichte ran? Ich habe das am Anfang immer ganz oben.
Dann schaue ich mir an, wo es ausschlägt. Ja. Hier minus 3 beim Lauten. Skull. Und hier minus 10 beim Leisen. Deswegen schalte ich das dann auch auf minus 10, so wie ich es auch vorher hatte. Genau, das war es dann eigentlich dazu auch schon. Jetzt haben wir die Spuren gleich laut, jetzt können wir die Bearbeitung anfangen. Und für Adlibs mache ich es halt gerne mit einem Channel Strip. Das heißt, ich habe hier ein Effekt-Plugin. Naja, dieses Plugin hier hat halt einen Equalizer und einen Kompressor. Ich habe das auch schon mal gezeigt, Video dazu, verlinke ich euch auch noch. Und ist halt für mich schneller. Als Alternative dazu könnt ihr euch auch einfach einen EQ reinziehen, dann die Effekteinstellungen genauso machen, wie ich sie euch jetzt zeigen werde, und danach nochmal einen Kompressor. Wie gesagt, für Adlibs, weil sie schnell bearbeitet werden, haue ich mir gerne einen Channel Strip rein. Schalt die zwei Sachen an, was das bedeutet, im Video dazu detaillierter, weil vielleicht habt ihr das Plugin gar nicht. Auf jeden Fall ein Filter oben, einen High-Cut gesetzt, leichten Low-Cut gesetzt, damit die Spur ein bisschen so telefonartig klingt. Dann habe ich untenrum viel rausgenommen, weil für diese modernen Sounds nimmt man untenrum sehr viel raus. Und dann hier oben noch war auch nochmal eine Frequenz hier so zwischen, so bei 500 Hertz ungefähr. Obenrum bei 8 kHz ein bisschen geboostet, damit sie schön seitig durchcuttet. Und ja, dann noch ein Kompressor geschalten. Hier, ihr merkt es, mittlere Release, starke Ratio, aber schnelle Attack habe ich hier drinnen. Damit man eben schön durchkomprimiert, finde ich für Adlibs immer gut, wenn sie schön künstlich klingen. Und dann klingt das Ganze so. Ja! Und jetzt zu den ersten Stereo-Effekten. Diese ganzen modernen Effekte, diese ganzen modernen Adlibs, die sind alle irgendwo im Raum. Links, rechts, oben, unten, und deswegen habe ich einen Flanger gesetzt, der das Ganze richtig schön breit macht. So, der Flanger, einfach ein Preset gewählt, Chorus Preset. Das gibt es eigentlich bei jedem Flanger, egal welche DAW ihr verwendet. Ich habe den Flanger einfach nur verwendet, um diesen Chorus-Effekt hinzuzubekommen, weil diesen Travis Scott-Effekt, also wirklich diesen fetten Raum auf diesen Adlibs, bekomme ich also meistens immer durch ein anderes Plugin, und zwar durch den Valhalla Supermassive. Ist ein gratis Plugin, holt es euch auf jeden Fall, weil Valhalla hat immer gute Reverbs und gute Delay-Plugins. Und mit dem Effekt klingt das Ganze dann so. Ohne Beat. Also das kann der. Ist eigentlich nichts anderes als ein, naja, eigentlich vermischtes Flanger, Echo, also Delays und Hall-Effekte in einem. Also man kann hier die Riff einstellen, das Ganze auf einer 16. Note, weil ich wirklich nicht unbedingt ein Delay haben wollte, sondern ich wollte einfach diesen fetten Raum, dass es so leicht nachhallt, also eher ein Echo haben. Deswegen fettes Feedback reingefahren, und die Depth Rate, das ist jetzt unsere Flanger-Abteilung. Da habe ich halt einfach durch die Depth, kann man das Ganze pitchen. Unterschied. Da kann ich das Delay pitchen und so. Und wenn ich das Ganze auf 0 habe, merkt ihr schon, es wird viel zu hoch. Ich habe es meistens immer ein bisschen höher, weil es halt einfach den Effekt jetzt so, wie ich ihn haben wollte, besser gespiegelt hat. Untenrum, obenrum, Low Cuts, High Cuts, das ist wieder ein Equalizer. Jetzt waren aber die Adlibs für mich noch zu subtil ein bisschen. Das heißt, ich wollte hier noch fetten Hall drauf haben, und ein Trick von mir für die Adlibs halt, schaltet den Hall direkt auf die Spuren drauf. Also die Spur soll dann mit dem Hall auch nochmal komprimiert werden, jetzt in dem Fall. Und deswegen, es klingt einfach noch schön künstlich, wenn ihr den Hall als Insert verwendet. Deswegen habe ich hier auch nochmal den Hall als Insert verwendet. H-Reverb verwendet mit 4 Sekunden, ohne Pre-Delay. Und ihr könnt euch das rausschreiben, ist eigentlich, glaube ich, das Standard-Setting. Habe ich jetzt nicht so viel herumgespielt für dieses Video jetzt. Da könnte man natürlich noch andere Hall-Einstellungen verwenden, aber dann klingt das Ganze schon so. Caffeine away, hol mir dein Loot-Shit, dein Trap-House for Ray, Jail-Time and back. Also wir haben schon einen guten Effekt auf den Adlibs drauf. Was wir jetzt noch verwenden, ist den CLA 2A. Ist wieder ein Kompressor-Plugin von Waves, was halt einfach leicht zu bedienen ist. Und der steckt jetzt hier nochmal ordentlich drauf. Ja. Und durch diesen Kompressor werden dann auch die Delays ein bisschen lauter. Dadurch werden jetzt unsere Delays, unser Feedback auch nochmal ein bisschen lauter, weil es nochmal durch den Kompressor kommt und das Ausgangssignal, was das Feedback auslöst, ein bisschen leiser wird dadurch. Und ja, deswegen sind dann die Delays auch ein bisschen lauter und ein bisschen gleichmäßiger und fallen nicht mehr so schnell ab.
Und das war's eigentlich auch schon. Wir lassen das Ganze laufen. I sell my cup and I can't feel no way. Hol mir dein Lutschitz, dein Trap House Foray. Geld heim im Bag, doch bis heute kein Cash. Backwood voll Haze, keine Feelings so fresh. Also ganz schnelles Video zum Thema Adlibs. Gibt es eigentlich auch nicht so viel zu wissen. Es sind ein paar wichtige Tricks eben mit diesem Stereo-Raum und mit diesen Delay- und Hall-Effekten. Deswegen zeige ich euch das jetzt in einem Video. Dann wisst ihr, wenn ihr das abändert, ihr könnt daraus auch noch andere Effekte bauen für eure Adlibs. Aber so ist auch mal eine gute Struktur für diese modernen Trap-Vocals und für diese modernen Trap-Tracks. Das war es eigentlich auch schon. Wer es interessiert, der kann meine Presets auschecken. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Free Presets. Links dazu sind auch noch in den Beschreibungen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Jungs.